Peter ist am 30. Juli 1898 in Wien geboren, als Kind jüdischer Eltern. Gropius hat heute gesagt, unsere Schule sei eigentlich ein Laboratorium, in dem das Modell der Gesellschaft der Zukunft entwickelt wird. Ihre impulsive Natur kann sich in dem großen Freundeskreis und in der künstlerischen Arbeit optimal entfalten. Liebe, Schmerz, Glück. Die Folge, Herr, kompromisslos, die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir wollen nicht zerstören. Im Gegenteil. Wir wollen eine Welt aufbauen, in der die Menschen ihren Fähigkeiten gemäß leben können. Und nicht aufgrund der Tatsache, in welche Gesellschaftsschicht sie geboren sind, zu Armut und Unterordnung verurteilt sind. Alle, die politisch engagiert waren, waren zerrissen zwischen der dringlichen Notwendigkeit zu flüchten und dem Wunsch zu bleiben, um gegen den Faschismus zu kämpfen und seine Opfer zu retten.